Einen wunderschönen guten Tag. Heute am Mittwoch, den 21.10. Es ist jetzt 16.47 Uhr mittlerweile nach dem Intro und nach dieser kurzen Zeit der Latenz, der man einen Livestream zusprechen muss. Und wir wollen heute diese Objekte auslosen. Schritte in die Finsternis. Die Miniserie von mir ist jetzt zu Ende. Ich habe hier schon mal alles aufgebaut. Da sitzt ihr in der Cam. Da ist mein Computer mit allem Möglichen. Deshalb gucke ich auch ab und zu mal rüber. Da habe ich nämlich auch den Chat dort eingeblendet. Ich sehe aktuell den Pierre, den Gornak, Deutschritter und Cody Winter. Schön, dass ihr dabei seid. Wir reden erst ganz kurz ein bisschen über diese ganze Miniserien-Situation. Und danach wird verlost. Ihr dürft gerne in den Chat reinschmeißen, ob ihr als erstes die Elite-Box oder ob sie als erstes die Rekrutenbox verlost haben möchtet. Ich kann schon mal an dieser Stelle sagen, für die Rekrutenbox haben sich 11 Teilnehmer qualifiziert. Ich musste tatsächlich nur bei der Rekrutenbox, glaube ich, 3 Leute rausnehmen aus dem Gewinnspiel, da sie nicht jedes Video kommentiert haben. Dann fehlte mal zwischendurch eins. Leider, sorry, aber da kann ich leider keine Ausnahmen machen, denn das Reglement des Gewinnspiels war natürlich klar umschrieben von mir. Und da kann ich mal ganz kurz für euch sagen, für die Rekrutenbox, die 11 Qualifikationen, sind André Vitus, A.G., Roldor Rie, Michael Ude, David Lange, Der Terrier, Wrong the Dong, Andreas Wolfgang, Metalstorm 96, Alex Witty Spoiler und Skrall. Diese werden gleich gegebenenfalls von mir gesagt bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Für die Elite-Box haben wir 21 Leute, die da Bock drauf haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass da mehr Leute Bock drauf haben, weil die ja schon bemalt sind. Man weiß es nicht. Oder vielleicht sagen die, ach komm, warum diese bemalt, die sind nicht so toll. Das ist okay. In der Qualifikation für die 21 Leute der Elite befinden sich René Kowalski, Sascha Scheidt, André Vitus, Michaelin OZ, Open Grave, Cody Winter, Videospacken, Gronak 787, Deutschritter Erlos, Denis Kaya, Wrong the Dong, Roll Dor Ri. Dann haben wir Magus DE80, BP, BC, also BZ quasi, Pierre Wollermann, M.F. Cosmonic, Markus Neumann und Jay Everest. Das sind die möglichen Teilnehmer für dieses Gewinnspiel. Und wie gesagt, schreibt bitte kurz in den Chat rein, ob ihr als erstes die da oder ob ihr als erstes die da verlost haben möchtet. Wichtig für die, die jetzt zuschauen, sie wird trotzdem an diejenigen verlost, auch wenn sie nicht zuschauen. Keine Sorge, ich werde hier diesen Shoutout machen. Übrigens, ach, hier, das ist deine Box. Und dann auch in der Kommentarsektion eines der Serienvideos entsprechend dort einen der Kommentare des Gewinners nochmal quasi zurückkommentieren mit dem kurzen Hinweis. Übrigens, du hast gewonnen, bitte setz dich mit mir in Verbindung. Dann können wir alles weiter abhandeln, wie die Sachen zu euch kommen. Hierzu kann ich noch sagen, zu der Rekrutenbox kommen natürlich noch die Reste. Deshalb liegen die da vorne im Gussrahmen noch dabei. Die packe ich mit rein. Und ich werde hier bei den Modellen aus der Rekrutenbox nochmal ein wenig Pigmentbinder über die Bases drüber schmeißen. Den ist mir gerade aufgefallen. Das ist noch so ein bisschen lose. Mir ist einer der Space Marines auf die Seite gekippt und das ist noch ein bisschen was runtergekommen. Also das werde ich dann vorher noch machen, bevor ich die verschicke. Aber dann geht's in den Versand damit. Dann haben wir das Beste zum Schluss. Also als erstes die Elite-Box. Also findet Cody Winter offensichtlich, dass das Beste die bemalten Miniaturen von mir sind. Danke für die Blumen. Kurzes Resümee zu diesem kompletten Projekt. Wir haben mehrere Videos ja gehabt. Es gab den sozusagen Teaser-Trailer. Es gab insgesamt 9 Videos in der deutschsprachigen Miniserie, die es zu kommentieren galt. Es gab 2 extra ausgekoppelte englischsprachige Tutorials, bei denen, wenn ich es richtig im Kopf habe, das Necron-Tutorial im Vergleich richtig gut abgeräumt hat. Für meine kleinen Einschaltquoten. Und wir haben jetzt das 10. Video, was diesen Livestream bildet, was dann den Abschluss der Miniserie gibt, womit ich dann auch danach die Kommentarfunktion unter allen diesen Videos wahrscheinlich, außer vielleicht die Tutorials, zumachen werde. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wenn ihr also was loswerden wollt zu den Videos, dann tut das möglichst schnell, falls ich die Kommentarfunktion beende.
Für mich als Mensch, der jetzt Tabletop Miniature Wargaming YouTube auf seinem Kanal macht, ist es ein sehr interessantes Projekt gewesen, diese Miniserie, da ich einmal komplett was aufarbeiten konnte, was für mich selbst privat auch interessant ist, da ich jetzt ja auch die 9. Edition Warhammer 40.000 spiele und auch dementsprechend schon einige dieser Regeländerungen im Vergleich zur 8. Edition einsetzen konnte, beziehungsweise auch aufgrund des Hinweises oder der Hinweise von euch unter den Videos nochmal für mich klar bekommen konnte, okay, stopp, in der Nahkampfphase aktiviere ich nicht die erste Einheit nach all meinen angreifenden Einheiten, sondern der Gegenspieler. Solche Sachen konnte ich dann in den ersten Spielen schon berücksichtigen und was dann noch für die späteren Spielberichte nochmal ganz interessant ist. Missionsspiel ist da komplett exkludiert gewesen, habe ich mich aber auch schon mit befasst. Richtig coole Sache. Die 9. Edition gefällt mir und ich denke, diese Miniserie war ein würdiger Einstieg dazu. Ich möchte gerne ähnliche Serien noch für andere Systeme machen oder aber auch für Armeeaufbauten, wie ich auch schon im ersten Fazit gesagt habe. Ich möchte gerne sowas machen wie zum Beispiel eine Warhammer 40.000 Armee nehmen und dann mal da durchgehen. Übrigens, das sind dann so die gebauten Modelle, das ist dann der Überblick, warum habe ich das Modell drin, warum habe ich das Modell drin, also so ein kurzes Brainstorming dazu, dann eine Einheit für sich nehmen, vielleicht ein How-to-Paint dazu und dann den Hintergrund dieser Einheit und wie man sie auf dem Tisch einsetzen kann. Funktioniert natürlich nur für so Startarmeen von, keine Ahnung, 1000 Punkten oder so, wo nicht irgendwie 6, 7, 8, 9 verschiedene Einheitentypen drin sind, denn sonst würde das natürlich meinen kleinen Rahmen sprengen, den ich habe. Genauso könnte ich mir das vorstellen für andere Systeme. Eins davon ist gerade in Arbeit, zumindest die Vorbereitung, Modelle, Regeln lernen und so weiter für Saga. Dieses wird dann auch auf dem Kanal hier wahrscheinlich kommen. Da habe ich ja schon oft drüber geredet, mit einem Plattenbauvideo, mit den ersten Schritten in Saga rein, dem Aufbau einer Truppe und dann auch vielleicht verschiedene Arten, wie man die Truppen aufbauen kann. Da kaufe ich mir auch gerade alles Zeug zurecht. Wenn ihr Bock habt, gerade ihr, die jetzt auch aus der Konserve das Ding schaut, dass noch weitere Miniserien davon kommen, die Kommentarsektion, lasst sie glühen in diesem Video. Schreibt, was ihr am liebsten sehen wollen würdet und ich gucke mal, ob sich das umsetzen lässt. Im Bereich Warhammer 40k zum Beispiel, Armeevorstellung. Im Bereich, oh, Saga, mach doch mal vielleicht, die Anglosachsen kommen sowieso, aber mach vielleicht auch mal eine normannische Truppe oder mach vielleicht mal was ganz Exotisches, in Anführungszeichen, mach mal irgendwas Richtung arabische Gefilde, eine Truppe, da könnte ich dann auch drüber nachdenken, weil das natürlich auch dann das ist, was ich selber bringen möchte und dann auch vielleicht später mit Spielberichten. Ich denke, für die neue Ausrichtung des Maltischer Mittwoch als Livestream, was dann ja jetzt in 15 Folgen, nein, die 16. Folge ab jetzt, ist dann tatsächlich der erste Livestream Mittwochs. Was mit dieser neuen Ausrichtung einhergeht, ist natürlich auch ein bisschen mehr Zeit hierfür, für solche Projekte. Und da möchte ich euch auf jeden Fall noch etwas mehr daran teilhaben. Abseits von diesem eher drögen Vlog-Style, den ich euch ständig anbiete. Ich schaue ganz kurz in den Chat. Da sagt Gronak, ja gut, dass du die Box als erstes haben möchtest, kann ich verstehen. Cody Winter gibt dann nochmal 500 Punkte, haben auch was für sich, für so ein Armeeaufbau-Ding. Ja, da sind wir auf jeden Fall dabei. Serie mega. Fände die Kommentarfunktion besser offen zu lassen, dann können Anfänger die Wiese. Gut, Sascha Scheidt, auch ein guter Tipp. Deutschritter, kommt da etwa mehr historisches Tabletop? Vielleicht. Vielleicht kommt tatsächlich im Maltisch am Mittwoch jetzt in Zukunft sowieso mehr Tabletop, mehr Miniature Wargaming on the table. Nicht nur dieses Sitzen und Malen, was ich sehr, sehr viel mache, sondern auch wirklich jetzt habe ich fast diesen, wie sagt man im Englischen, glaube ich, diesen Threshold überwunden, also diese Grenze, wo ich wirklich genug bemalte Armeen habe, um auch immer mal wieder einen Spielbericht zu bringen oder mit bemalten Miniaturen was zu bringen. Natürlich ist Big C immer ein großes Hindernis, weil man nie weiß, wann kommt man jetzt dazu, aber mit einem kleinen ausgeweiteten Kreis und entsprechend Hygienevorschriften, denke ich, können wir in diesem Jahr noch irgendwas Neues anfangen. Wie gesagt, die Kommentarsektion dafür steht euch frei. Das Feedback, was ich von euch während der Serie bekommen habe, ist natürlich sehr, sehr positiv ausgefallen. Da war ich etwas überrascht und ich war auch überrascht, wie dann auch die Klickzahlen, die Aufrufe und die Abonnentenzahlen plötzlich nach oben geschossen sind. Denn machen wir uns nichts vor, der Dizzyfinger, das Maltischer Mittwoch,
Ist ein recht kleiner Kanal, deutschsprachiger, ist recht nischig, auch von der Ausrichtung. Dieses Vlog-Styling ist recht nischig. Deshalb möchte ich euch eben das auch anbieten, weil das scheinbar gut ankommt. Und dann könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, es kommt was. Aber jede Serie braucht halt auch so ihre Zeit. Vorbereitung, es müssen Miniaturen bemalt werden, es müssen Videos gemacht werden und dann möchte ich sie am Stück bringen. Vielleicht nicht wie die Schritte in die Finsternis, über 2 Wochen verteilt, fast jeden Tag ein Video. Sondern dann vielleicht mal in der nächsten Serie jede Woche ein Video und das ist dann eine Serie über 6 Videos oder sowas, dass ich auch zwischendurch ein bisschen Zeit habe und das ein bisschen auffächere von der Veröffentlichung. Aber da wird einiges kommen. So, zack. Dann habe ich jetzt da auf meinem Bildschirm was aufgemacht. Ist wahrscheinlich wissenschaftlich nicht hundertprozentig haltbar, ist aber wahrscheinlich die nächste Möglichkeit, wie wir denn an eine zufällig ermittelte Zahl kommen. Und zwar Dr. G. Ogel, den Random Number Generator. Ja, dafür werde ich einmal das Bild dort oben links im Frame für euch wegmachen. Und dann seht ihr das da. Zack, da ist er. Bisschen gestaucht, ja, okay. Noch alles auf 0 eingestellt. Und da werden wir dann gleich eintragen von bis und dann werde ich drücken generieren und die Person, die es ist, die wird dann es sein. Ich habe die Nummerierung der Teilnehmer durchgeführt. Zufällig, so wie ich sie eben runtergelesen habe, ist sie und da ist überhaupt nichts drin abgesprochen. Ich habe keinerlei Möglichkeiten darauf Einfluss zu nehmen, wer es jetzt macht und ich bin auf jeden Fall gespannt. So, nochmal einen guten Schluck aus dem Kaffee. Und wir machen uns bereit. Wir haben die Situation, dass ich keine ganz klare Aussage habe, aber das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, ich fange an mit dem, wo wir meine, beziehungsweise die von mir bemalten Miniaturen für euch verlosen und die Rekrutenbox, so im Sinne von, das ist ein Einstieg. Ich glaube, das ist in der Reihenfolge am besten. Also, die Rekrutenbox, das Startset, die Bits als auch die bemalten Miniaturen, die von mir bemalten Miniaturen, gehen an einen der folgenden 11 Personen. Ich wiederhole nochmal. So, hier habe ich jetzt schon eingetragen, 1 bis 11. Ihr seht hier diesen Cursor. Wir haben André Vitus, A.G., Roy Dori, Michael Ude, David Lange, der Terrier, Wrong the Dong, Andreas Wolfgang, Metal Storm 96, Alex the Despoiler oder Skrull. Das ist der alles entscheidende Moment für euch, diese Box zu bekommen. Was jetzt gleich hier in diesem Random Number Generator auftaucht, ist gesetzt. In jedem Falle. Und ich danke in jedem Falle auch allen, die an dieser Verlosung teilgenommen haben. Und natürlich nochmal ganz kurz erwähnt, dem Taschengelddieb, dass er diese Box zur Verfügung gestellt hat und natürlich auch allen Personen, die schon mal was über paypalme.de an mich geschickt haben. Die haben nämlich auch ein bisschen mit ermöglicht, dass diese Box da verfügbar war. Durch dieses Geld eben. So, also, dann kommen wir noch ganz schnell zu der Frage. Deutschritter, was ist eigentlich mit den Leuten, die Elite Rekrut geschrieben haben? Die sind natürlich auch drin, weil sie haben das reingeschrieben. Wer es vergessen hat, in einem Video zu schreiben, der kam leider nicht dazu. Also, die sind für Elite und für Rekrut. Das war vollkommen legitim. Ich drücke auf Generieren. Und zwar eine Zahl zwischen 1 und 11 in 3, 2, leider ohne Konfettiregen, 1. Ja, das ist es. Generieren, es ist die 1 geworden. André Vitus hat die Rekruten-Edition dieser Box gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich schreibe dir auch nochmal in die Kommentarsektion eines Videos und dann setzen wir uns in Verbindung, wie die Dinger zu dir kommen oder falls du regional in meiner Nähe wohnst, dir die vielleicht auch abholst. Dann machen wir da so ein kleines Meet and Greet draus. Würde mich freuen und halt die Augen offen. Also, alle Mann, den Chat bitte bedienen. Herzlichen Glückwunsch an André Vitus, geschrieben V-I-T-U-E-S. Herzlichen Glückwunsch. Cole D. Winter schreibt in der Chat-Sektion, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du mindestens 32 Videokommentare pro Video. Ja, habe ich.
Und nein, habe ich nicht, weil es eben auch diese gab. Zum Beispiel Rong Dong hat es dann auch immer gemacht. Der hat geschrieben, Rekrut Elite ab einem bestimmten Punkt. Voll okay. Die sind alle mit drin, die das so als Doppelpost gemacht haben. Es sind auch alle drin, die einmal gepostet haben als Kommentar Elite und einmal als Kommentar Rekrut unter einem Video und das komplett durchgezogen haben. So, schön. Also haben wir schon mal den geilen Scheiß weg und jetzt kommt der noch viel geilere Scheiß, die Elite-Box mit den Ergänzungen Lieutenant ausgetauscht gegen Captain, nochmal Bikes hinzu. Was war noch drin? Auf der Seite der Königswächter weg, dafür aber der Hochlord drin und die Scorepack-Destruktoren. Destruktoren, genau. Oder der Destruktor. Dann kommen wir nämlich jetzt zur Verlosung. Ich meine, wir müssen das ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Es reicht, wenn das Video ungefähr 20 Minuten lang ist. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Elite. So. Wir haben die Möglichkeit. René Kowalski, Sascha Scheidt, André Vitus, noch einmal, weil er auch einer derer war, der es doppelt gepostet hat. Open Grave, Coldy Winter, Videospacken, Gronack, Entschuldigung, 787. Der Deutschritter, Erlos, Dennis, Kaya, Rong de Dong, Roll Dor, Re, Markus, 80, BP, BZ, Pierre Wollermann, M.F., Cosmonic, Markus Neumann und Jay Everest. Also einer zwischen 1 und 21. Ich klicke einmal hier neben. So, dass ich da diesen blinkenden Balken weg habe. Und dann wollen wir drücken. Ich bin ganz gespannt, an wen die Box geht. Und an dieser Stelle, wenn ihr die dann erhaltet, dürft ihr natürlich auch, oder diese Box erhaltet, dürft ihr natürlich auch in den Social Media Kanälen das gerne posten, zum Beispiel bei Facebook. Ihr dürft in den Discord-Server reinkommen bei mir, den findet ihr in der Videobeschreibung. Könnt da schreiben, hey, danke hier, Foto habe ich bekommen. Oder postet das auf diese YouTube-Pinnwand, da gibt es ja, glaube ich, auch so eine Situation. Postet das, wo ihr meint, im kurzen Shoutout, danke an Desifinger oder danke an Baltischen Mittwoch, würde mich freuen. Und würde mir dann auch nochmal die Sicherheit geben, dass das auch alles richtig angekommen ist. Ne? Ich schicke auf jeden Fall mit Sendungsverfolgung. Das ist schon mal wichtig, vielleicht zu erwähnen. So, die Elite-Box noch zu bauen, von mir nicht mal aufgemacht, noch zu bauen, noch zu bemalen, noch zu bespielen und das Spiel zu lernen, Warhammer 40.000, die neunte Edition, geht in diesem Schritt an. Aufpassen. Ich bin nervös. Sieht man, glaube ich, hier. Drei. Zwei. Eins. Die 17. Pierre Wollermann. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Pierre, die Elitebox geht an dich. Du bist, glaube ich, auch im Chat gewesen, habe ich eben gesehen. Aber ich schreibe dir trotzdem nochmal an einer Stelle in die Kommentarsektion. Wenn ihr zuschaut, das nochmal nachträglich schaut, wenn ihr mich anschreiben wollt, André und Pierre, schreibt über Facebook die Gefällt mir Seite, schreibt über das tabletopwelt.de Forum, wenn ihr seid, oder über den Discord-Server als private Nachricht eure Adresse, damit ich euch das Zeug schicken kann. Ich werde aber auch gleich nochmal in die Kommentarsektion gehen. Und jetzt bitte der Chat, herzlichen Glückwunsch auch an Pierre. So, und damit ist meine Arbeit getan. Ich fühle mich gut. Ich habe Modelle bemalt, ich habe euch was präsentiert und ich war heute Glücksfee. Also ich meine, besser kann es nicht gehen. Jetzt könnt ihr mir noch Fragen stellen, wenn ihr wollt. Wir haben noch ungefähr eine Minute, 2 Minuten 50, die ich jetzt nochmal überbrücken kann für dieses Video. Was wollt ihr gegebenenfalls noch wissen? Ganz schnell in die Kommentarsektion reinschreiben. Und in jedem Falle danke an alle, die teilgenommen haben. Ich bin mir sicher, ihr seid gute Nicht-Gewinner und könnt euch auch damit abfinden, dass ihr den Content geguckt habt und dass ihr da auch was mitgenommen habt. Es kann halt nur zwei Gewinner geben bei zwei Boxen. Alle anderen sei mein Dank der Gewinn, um mit Pathos zu sprechen. Okay. Gibt es noch Fragen von euch heute spontan am Mittwoch, kurz nach dem Maltischer Mittwoch? Oder sagt ihr einfach, ach komm, ist okay. Beende das Video. Geht natürlich auch, weil ich habe noch einen Arsch voll Arbeit. Ich möchte gleich noch Let's Plays aufnehmen. Ich möchte noch ein bisschen was an den Talladega Desert Reds weitermachen, falls ihr das zufällig verfolgt, was ich noch so alles mache. Und das schreit natürlich nach Arbeit. Andreas Wolfgang, so und jetzt malen wir zusammen. Tabletop-Abend Fernsehen.
was auch immer dann heißt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei, Andreas. Und ich danke auch allen Zuschauern bis jetzt. Ich sage an dieser Stelle, man muss doch nicht in die Länge ziehen, oder? Ich mache jetzt gleich hier einen Blackscreen. Lass das Ding noch eine Minute weiterlaufen, falls ihr den Chat noch nutzen wollt. Und bedanke mich an allen Teilnehmern. Bedanke mich bei euch, dass ihr den Spaß mitgemacht habt, dass ihr heute dabei wart. Herzlichen Glückwunsch an André, Rekrutenbox. Herzlichen Glückwunsch an Pierre, Elitebox. Und wir sehen uns in einem meiner Videos oder vielleicht in der nächsten Miniserie, wenn das mehr für euch was ist vom Format. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie immer, keep on wargaming!